Es ist wirklich zum Erstaunen, was man den Frankfurter Kreuzen da zutrauen kann. Das sagte Goethe über den Bankier Johann Friedrich Städel, der den Bürgern seiner Stadt Frankfurt vor 200 Jahren mal eben ein eigenes Kunstmuseum hinterließ. Goethe prophezeite den Frankfurtern, dass sie im sogenannten Städel für ewige Zeiten die gewisseste Anregung und sicherste Bildung finden könnten. 200 Jahre später, also eine halbe Ewigkeit nach seiner Gründung, bilden sich im Städel sogar weit über Frankfurt hinaus Kunstsinnige aus aller Welt. Und weil das Porträt des Dichterfürsten das wohl berühmteste Gemälde der Sammlung ist, feiert Goethe bei der Jubiläumsausstellung natürlich ganz vorne mit. Andreas Clarisse. Goethe sucht und trifft Goethe. Oder besser gesagt, der alte Tischbein trifft den jungen Andy Warhol. Einen Dialog der Meisterwerke will der Städel herstellen. Eine grandiose Schau mit 65 ausgeliehenen Prunkstücken aus der ganzen Welt. Dieser Vermeer ist im Besitz des Städel-Museums. Nie hing der Geograf neben der Briefeschreiberin mit Dienstmarkt einer Leihgabe der National Gallery of Ireland. Wie es so ist bei Geburtstagskindern, die wünschen sich dann was. Und insbesondere, wenn sie so alt werden, können sie sich was ganz, ganz Besonderes wünschen. Und wir haben uns da nicht zurückgehalten. Eine besondere Beziehung haben diese beiden Frauenporträts zueinander. Der Botticelli ist ein Städelbild. Die Ähnlichkeit mit Fazios Mistress von Rossetti ist frappierend. Ist das beabsichtigt? Dieses Bild ist aus der Tate Gallery in London, gemalt fast 400 Jahre später von Dante Gabriel Rossetti, einem großen Bewunderer Botticellis in einer Zeit, als der kaum mehr Beachtung fand. Aber Dialoge gehen auch anders. Ein überreifer Apfel, eine Birne, Insekten, die der süße Geruch des Verfalls angelockt hat. Justus Junker, 1765. Seine Stillleben treffen auf die Computeranimationen von Rob und Ron Carter. Hier ist die Zeit nicht stillgelegt. Durch die Aktivität der Insekten steht nicht der Verfall, sondern das Leben im Vordergrund. Leben herrscht auch in der Kunst der Gegenwart. Hier werden nicht nur große Meister gezeigt, wie zum Beispiel Georg Baselitz, sondern auch junge Maler wie Daniel Richter. Er hat ein mulmiges Gefühl zwischen den alten Meistern. Ich finde das tatsächlich ein bisschen unangemessen, aber will jetzt auch nicht kokettieren. Ich freue mich natürlich. Und ich freue mich natürlich auch, dass die Bilder von mir hier hängen, weil ihnen das ja eine Bedeutung zuschanzt, der sie sich erst noch beweisen müssen. Aber erstmal finde ich das natürlich erfreulich. Doc Planet und die Horde verbreiten in diesem Raum eine Enge, die Angst macht und damit das Gefühl erzeugt, das Daniel Richter beabsichtigt. Polizisten und Demonstranten, Szenen, die man aus Massenmedien kennt, abstrakt und gegenständlich gemalt. Mit diesem Stilpluralismus hat sich Richter einen Namen gemacht. Dialog der Meisterwerke, die Kunstbetrachtung lebt vom Vergleich. Diese Ausstellung ist aber wohl unvergleichlich.